lieber Philipp Missfelder, lieber Benedikt Pöttering, aber vor allem liebe Freundinnen und Freunde, also ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so nervös wie heute, den ganzen Tag über und jetzt auch hier. Das ist etwas ganz Besonderes für mich, heute hier vor euch stehen zu dürfen. Ich erinnere mich das letzte Mal, als ich ähnlich aufgeregt war, das war 1999, da kandidierte ich das allererste Mal für ein JU-Amt als Schriftführer im Stadtverband der JU in meiner Heimatstadt Iserlohn. Und es waren weniger Leute im Wirtshaus als heute Abend. Angela Merkel war, glaube ich, auch nicht da, die war nicht mal Parteivorsitzende. Die Ostgrenze der Europäischen Union lag 100 Kilometer östlich von Berlin und einige werden es wahrscheinlich kaum glauben, Philipp Missfelder war noch nicht Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands. Und seit dieser Zeit hat sich viel verändert. In den letzten 12 Jahren hat sich die Junge Union verändert. Und heute Abend entscheiden wir über die Zukunft der Jungen Union. Und wir entscheiden gemeinsam, in welche Richtung wir gehen wollen. Und es gibt viel zu tun für uns. Und wir wollen uns einsetzen in der Gesellschaft und in der Mutterpartei, in CDU und CSU, für unsere Generation, für unsere Ideen. Nicht nur kritisieren, wenn es zu spät ist, sondern auch vorher. Weil wir vorher kritisieren wollen, weil wir etwas bewegen, weil wir etwas ändern wollen. Weil wir als Junge Union unsere Generation nicht im Regen stehen lassen wollen, so wie beim Thema Rente mit 63. Ich will eine Sache heute ganz klar sagen. Es geht bei der Kritik an dem Rentenpaket nicht darum, dass wir jemandem etwas nicht gönnen, dass wer 45 Jahre gearbeitet hat oder 40 Jahre, dass wir dem nicht gönnen, nach harter Arbeit in Rente zu gehen. Was wir als junge Generation kritisieren, ist das, wer das bezahlen soll. Wir wissen, dass es unserer Generation heute so gut geht wie keiner vor uns. Wir wissen, dass die Generation unserer Eltern und Großeltern das erwirtschaftet haben. Aber wir sagen auch, gebt uns unsere Chance, fleißig zu sein. Wir wollen mehr vorsorgen, aber wir wollen die Möglichkeit haben, in Deutschland in Zukunft auch beim Thema Rente noch etwas für unsere Generation, die wir heute fleißig sein wollen, etwas gestalten zu können. Darum geht es, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben in den vergangenen Wochen beide Kandidaten in den vergangenen Wochen über viele Themen gesprochen, über das Thema Rente auf der einen Seite. Ich habe ein Programm geschrieben, weil ich glaube, ihr solltet vorher wissen, wofür ich stehe und nicht erst nach der Wahl. Wie ich stehe, wofür ich mich einsetzen will. Ich bewerbe mich als Bundesvorsitzender und nicht als Pressesprecher. Und deswegen, wir haben viele Herausforderungen. Digitalisierung, Bildungspolitik. Aber eins brennt mir neben dem Thema Rentenpolitik noch unter den Nägeln. Das ist das Thema Energiepolitik. Am Scheitern oder am Gelingen der Energiewende wird sich zeigen, wie zukunftsfähig und reformfähig unser Land ist. Ob Visionen, Träume bleiben oder Realität werden. Und ich sage euch, ganz Europa blickt auf uns in diesem Projekt. Es muss gelingen. Und wir brauchen einen europäischen Energiemarkt. Wir müssen beim Thema Energiepolitik in Deutschland und in Europa mit einer Stimme sprechen. Heute Morgen habe ich schon internationale Gäste getroffen, aus Polen, aus der Ukraine, aus den baltischen Staaten. Von diesem Deutschlandtag, heute und in Zukunft der Jungen Union, wollen wir auch den Herren im Kreml sagen, wir Europäer sprechen mit einer Stimme und einer Sprache und mit Preisen kann man uns nicht erpressen, liebe Freundinnen und Freunde. Auch das muss Thema der jungen Generation sein, weil Deutschland Verantwortung in der Welt übernimmt, so wie in Afghanistan. Auf meiner Deutschland-Tour habe ich zum Beispiel in Schleswig-Holstein ein Luftwaffengeschwader
der Bundeswehr besucht. Und als wir dort sprachen, Nico Sölter war mit dabei, mit den Soldaten, und die uns erzählten, welchen Dienst sie jeden Tag leisten. Für unser Vaterland, hier in der Heimat und im Einsatzgebiet, an unterschiedlichen Stellen. Da dachte ich darüber nach, was tun wir eigentlich für unsere Soldaten? Und ich sage euch, ich kriege eine Riesenwut im Bauch, wenn irgendwelche Ideologen, Pazifisten, die sich als solche ausgeben, unsere Soldaten beschimpfen als Mörder in Uniform, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen auch, wenn wir international aktiv sind, auch mal Ross und Reiter nennen und sagen, wer das macht, die Männer und Frauen der deutschen Bundeswehr. Und deswegen diese klare Sprache wünsche ich mir. Wer in Afghanistan für Deutschland kämpft, der muss zu Hause nicht für einen Kindergartenplatz eins seiner Kinder kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür müssen wir sorgen als Politik. Wir wissen aber auch, dass der Terror nicht vor unseren Grenzen Halt macht. Als Nordrhein-Westfale kann ich das sagen, was in Wuppertal passiert ist, mit der Scharia-Polizei, mit extremen Salafisten, die hier Leute versuchen für ihren Kampf, auch in Deutschland. Es betrifft jeden von uns. Ich erinnere an Bonn, an den versuchten Anschlag. Auch das betrifft uns. Und deswegen sage ich, diese Probleme, auch wenn es viele Grüne und Linke und Kommunisten nicht wahrhaben wollen, diesem Problem werden wir mit Multikulti-Denken nicht Herr. Eine Botschaft muss klar sein, wir sind ein offenes, ein tolerantes Land. Aber wer hier für Salafismus, für IS-Terroristen wirbt, für den ist kein Platz in Deutschland. Und wer die Scharia mehr achtet als deutsche Gesetze, da hilft kein Integrationskurs, liebe Freunde, da hilft Gefängnis, da helfen Freiheitsstrafen. Diese klare Sprache muss die junge Union sprechen, damit diese klare Sprache auch in CDU und CSU gesprochen wird. Ich wünsche mir das von unseren Bundestagsabgeordneten und unseren Landtagsabgeordneten, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich will auf einen Punkt noch hinweisen. Hier ist die große Bühne, Berlin und alles. Ich bin zu Hause Stadtverbandsvorsitzender, ich bin Ratsmitglied meiner Heimatgemeinde. Als Vorsitzender eines Kinder- und Jugendparlaments habe ich angefangen. Dort ist die Junge Union stark und zu Hause. Und deswegen müssen wir auch als Bundesverband diesen Beitrag leisten. Ich habe vor den Kommunalwahlen habe ich dafür geworben in Nordrhein-Westfalen, dass in jedem Kreisverband, in jedem Kreistag, Stadtrat, Gemeinderat mindestens ein aktiver JUler sitzt. Und ich erzähle das deswegen immer wieder gerne, was es da manchmal für Erlebnisse gibt. Ich habe sehr gute Rückläufer gehabt, als wir mit den CDU-Vorsitzenden gesprochen haben, dass überall JUler unterkommen, auf sicheren Listenplätzen, sicheren Wahlkreisen. Aber es gab auch einige, die haben sich schwer getan. Und dann habe ich mit denen telefoniert. Und dann hörte ich, Gott sei Dank nur selten, aber ich hörte es zu hören, naja, wissen Sie, Herr Ziemiak, es ist sowieso so schwierig, die jungen Leute sind nicht mehr interessiert, die von der JU, die sind ja auch noch zu unerfahren, zu jung. Und außerdem, wir haben Hubert, der ist erst 50, wenn der jetzt sich einarbeitet, dann kann da auch noch was werden in der Fraktion. Deswegen muss die Junge Union, liebe Freunde, auch auf kommunaler Ebene stärker vernetzt sein. Wenn ein CDU-Vorsitzender sowas sagt, wie ich es gerade zitiert habe, dann sage ich jedem CDU-Vorsitzenden, dann hast du versagt, dann hast du deinen Job falsch gemacht. Eine Partei ohne Nachwuchs hat keine Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun für uns. Aber heute Nacht geht es um mehr als Tagespolitik. Ihr entscheidet darüber, in welche Richtung die Junge Union gehen soll. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier heute vor euch stehen darf. Ich empfinde das als großes Privileg. Ich habe das zu verdanken, in erster Linie den JUlern aus Nordrhein-Westfalen, die mich unterstützt haben, und aus allen anderen Landesverbänden, die mich getragen haben in den letzten Wochen und Monaten. Ich darf hier stehen und bin sehr glücklich und dankbar, hier zu sein. Aber dass ich in der Jungen Union bin, dass ich hier stehen darf, habe ich auch unserem Land zu verdanken, weil wir in Freiheit leben.
Denn geboren wurde ich in einer anderen Welt, 1985, in Stettin, in Polen, wo keiner seine Meinung frei sagen durfte, wo man nicht frei wählen durfte, wo man nicht das Recht hatte, seine Fähigkeiten, seine Talente zu dem zu machen, was man leisten kann. Und meine Eltern, vor denen ich viel Respekt habe, hatten den Mut, ohne Geld, ohne jemandem auf Wiedersehen zu sagen, ohne Tschüss zu sagen, mit 3 Koffern, 2 Kindern, aber dafür jede Menge Mut, 1988 in die Bundesrepublik als Aussiedler zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut gehabt hätte. Und meine Eltern, die für mich ein Vorbild sind, als ich in den Kindergarten kam, am ersten Tag, ich konnte kein Wort Deutsch. Ich verstand nichts, ich sagte nichts, kann man sich heute kaum vorstellen. Aber meine Eltern, die Liebe meiner Eltern, unsere Kirchengemeinde St. Michael, die damals in der ersten Zeit in Deutschland viel für meine Eltern und meinen Bruder und mich gemacht hat, und dieses Land haben mir die Möglichkeit erst gegeben, JUler zu werden, politisch aktiv zu werden und am Ende heute hier vor euch stehen zu dürfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und für mich bin ich nicht nur voller Dankbarkeit, sondern ich bin es auch voller Stolz, euer Paul sein zu dürfen. Und deswegen geht es heute Heute habt ihr die Wahl zwischen 2 Richtungen. Wollen wir nur, dass die Junge Union ein professioneller Haufen ist, der in Berlin und in der Medienwelt gut vernetzt ist? Oder haben wir als Junge Union eine Botschaft, aus der wir aus tiefstem Herzen glauben? Liebe Freunde, ich sage euch, wir haben diese Botschaft schon heute. Wir als Deutsche, wir als Deutschland, wir als Junge Union, wir sind das Land der Möglichkeiten. Die Junge Union muss die Organisation der Möglichkeiten sein. Wir sollten rausgehen und den Leuten sagen, es ist egal, wo du geboren wurdest. Es ist egal, ob dein Vater studiert hat oder deine Mutter Hausfrau ist. Wichtig ist in Deutschland, was du willst, was du erreichen möchtest. Und wenn du hart dafür arbeitest, dann kannst du es schaffen, liebe Freunde. Das muss die Botschaft der Jungen Union sein in dieser Zeit, liebe Freunde. Das ist der Geist. Das ist der Geist der Jungen Union, liebe Freunde. Das ist der Geist, dass wir Antworten geben wollen für die Fleißigen in diesem Land. Wenn ein Azubi sich fragt, wie er mit 250 Euro im zweiten Lehrjahr über die Runden kommt, wenn eine junge Ärztin sich fragt, wie sie Arbeit und Familie vereinbaren kann und wenn der Soldat in Afghanistan oder irgendwo vor Somalia sich fragt, wer kümmert sich eigentlich um seine Familie, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Das muss die Botschaft sein, dass wir Politik, dass wir Gesellschaft, dass wir den Staat verändern wollen als Junge Union und nicht wie die Sozialisten, Grünen, Ideologen und Linke den Menschen verändern wollen. Nein, wir sind Christen, wir wollen den Menschen nicht verändern, weil wir den Menschen so nehmen, wie er ist. Liebe Freunde, das ist der Geist der Jungen Union. Das muss die Botschaft sein, die wir haben. Ich stehe für diese Botschaft. Ich will für diese Botschaft, für uns alle kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Es war ein langer Wahlkampf. Ihr habt euch euer eigenes Bild gemacht. Ich bitte um euer Vertrauen. Ich bitte um eure Stimme. Aber es ist eure Entscheidung. Danke.